Und ein Moinsen zum Stadionvlog gegen St. Pauli. Regen vorm Heimspiel gegen Hannover. Glück gehabt mit dem Sieg heute, unfassbar wichtig. Und ein Moinsen zum Stadionvlog gegen St. Pauli. Ja, letztes Spiel, nehmen wir mal einfach Rostock als letztes Spiel, auch wenn das letzte Zweitligaspiel das etwas unnötige Unentschieden in Heidenheim war. Rostock habe ich nicht viel von mitbekommen, zur Hälfte gesehen, war kein besonderes Spiel, aber es ist eine Hauptsache. Wir sind dann endlich mal wieder weitergekommen. Das reicht mir schon von dem Spiel. Gegner heute, St. Pauli. Ja, wo der Trainer, der Lukai, war auch bei uns, hat er relativ reingefloppt. Schon vor der Saison den kompletten Verein auseinander nimmt. Da kann es nicht wirklich gut laufen. Wir haben jetzt, glaube ich, einen Punkt geholt im ersten Spiel gegen Bielefeld, meine ich. Im zweiten dann direkt 3-1 zu Hause gegen Fürth verloren. Bei denen läuft es nicht so stark. Aber irgendwelche Rekorde wieder gesehen, Statistiken hier wieder überall, dass wir gegen Pauli quasi zu Hause, oder dass Pauli bei uns in der Mercedes-Benz Arena quasi noch nie Punkte geholt hat oder sehr, sehr selten. Also alles andere als ein Heimsieg wäre auch oder auf jeden Fall nicht verlieren. Das ist ja immer das Hauptziel bei uns in der zweiten Liga. Wir können eigentlich in kein Spiel reingehen mit dem Gedanken, ja, wenn wir verlieren, ist es gegen den Gegner okay. Wir sind eigentlich in jedem Spiel der Favorit. Daher wird auch jedes Spiel so ein bisschen nervig werden, weil sich viele Teams einfach hinten reinstellen und über Konter machen und tralala. Und es vielleicht ein bisschen dauert, bis unser weiter Fußball dann endlich mal das erste Tor macht. Aber ich gehe davon aus, dass wir das Spiel heute gewinnen. Wie hoch? Keine Ahnung, was habe ich getippt? Ich glaube 3-1 oder sowas. Irgendwie ein ganz chilliger Heimsieg, ganz chilliger Tag. Ist wieder echt komisch, hier um 13 Uhr sich ins Stadion zu setzen. Ist schon nochmal was Geiles. Ich kenne es ja noch von der Zweitliga-Saison vor 2 Jahren, aber das ist trotzdem echt, keine Ahnung, 13 Uhr im Stadion hocken. Es fühlt sich einfach falsch an. Du fährst mit der Bahn um 11:30 oder kurz nach 12 Uhr los. Es ist einfach, dieses Feeling kommt da nicht auf, wie wenn du weißt, okay, ich hocke um 15.30 Uhr im Stadion. Aber gut, was wir machen, wird es ja hoffentlich sowieso nur ein Jahr werden in dieser zweiten Liga und dann viel Spaß mit dem Stadion. Regen vorm Heimspiel gegen Hannover, wird das langsam hier ein positives Vorereignis oder wie? Yeah.
Fans mitnehmen. Sehr guter Schritt. Fan-Nähe, das haben wir auch schon sehr lange nicht mehr so erlebt. Sehr lange nicht mehr. Und da sind wir zurück vom Spiel. Das Spiel an sich, gehen wir da kurz durch. Erste Halbzeit war wenig bis nichts. St. Pauli hat von meiner Meinung nach absolut verdient geführt. Wir hatten zwar 70% Ballbesitz, aber damit quasi nichts angefangen. Ich fand, St. Pauli hat es echt stark gemacht. Weil wir konnten echt immer wieder gefährlich. Und wir hatten, was weiß ich, ein, zwei halbgare Abschlüsse, das war's. Bei der Hälfte hat man gemerkt, ab der Gomez-Auswechslung, als González reinkam, ein bisschen mehr Tempo, ein bisschen mehr. Die Freistoßvariante zum 1-1 von Kempf war echt cool. Echt nice, dass da mal so ein Ding auch aufgeht. Und dann plätschert das Spiel wieder vor sich hin. St. Pauli ist gefährlich. Wir sind auch mehr oder weniger gefährlich. Also beide auf einem ähnlich mittleren Niveau an Gefährlichkeit einzustufen quasi. Also es sah für mich lange Zeit nicht danach aus, dass wir irgendwer erst 2-1 schießen. Und dann kommt der Lucky Punch. Ich hasse es, wenn es die Münchner machen in der ersten Liga, aber es ist einfach wirklich dieses Top-Team-Ding. Wir sind jetzt dieses Top-Team in der zweiten Liga, wenn man das ja jetzt ganz unabgehoben so sagen kann. Da hast du einfach das Glück. Das Glück des Tüchtigen in der zweiten Halbzeit, in der ersten, die lasse ich einfach mal komplett weg. Wir hätten uns mit dem Punkt absolut nicht beschweren dürfen, wäre das Ding hier 1-1 ausgegangen. Ich denke, St. Pauli hätte einen Sieg auch nicht verdient. Ich bin mir noch am Debattieren. Nach der zweiten Hälfte haben wir ihn vielleicht verdient, aber insgesamt eigentlich echt nicht, finde ich. Dann die erste und einzige gescheite Flanke von Sosa im ganzen Spiel so gefühlt. Und dann netzt González, für den freut es mich richtig. Der hat ja auch wieder davor, hat er auch eine Szene gehabt, wo der Ball lang kommt. Er macht sensationell, lässt den Gegner liegen und dann tritt er am Ball vorbei, wo auch schon die ersten Fans wieder, hey, González, kann nichts und schießt mich tot. Das ist mir so dermaßen auf den Sack geht, deswegen freut mich richtig für den. Hat seine panamerikanischen Spiele gewonnen, kam jetzt direkt zurück, macht die wichtige Kiste der Nachspielzeit. Das freut mich richtig für den. Ja, bester Spieler, muss ich González mit reinnehmen, einfach wegen der Kiste und weil der halt echt einen Schub reingebracht hat. Tempo und alles, Klimovic fand ich auch echt stark, als der reinkam. Schon gemerkt, wir brauchen da schon mehr Tempo, so immer und 90 Minuten lang auf Gomez und Al-Gadouyun vorne. Klappt einfach nicht, ist ein Abschluss stark, aber sind einfach nicht schnell. Für mich war, ich muss einfach mal einen Negativspieler auch noch mit rausnehmen. Castro war für mich heute, konnte ich nichts mit anfangen mit seiner Leistung, absolut nichts. Und dann bester Spieler für mich, absolut Holger Badstuber. Ich weiß, ich war jetzt auch lange Zeit kein Fan von ihm, aber der, bis auf Tempo, wo er halt ein bisschen was fehlt, aber sonst ist der Bomben sicher da hinten, echt solides Spiel gemacht, auch Stenzel gefällt mir oder hat mir die ganze Saison schon bisher gefallen, ordentlich Rettungsgaben da geholt, sind so die Spieler, die mir so direkt in den Kopf schießen. Tabelle, kann ich ja nicht viel drauf geben, wir sind gerade Zweiter meines Wissens, glaube ich, sind ja heute, je nachdem, wann ich es halt hochgeladen habe, sind heute noch Spiele oder es sind schon Spiele gewesen noch heute am Sonntag. Kann nur so viel sagen, nach Aue fahre ich nicht zum Auswärtsspiel, ist schon mal klar. Danach das Bochum-Spiel, wird vielleicht ein Kumpel ein paar Clips machen oder so, da werde ich auch nicht da sein, bin ich im Urlaub und dann, genau, ist dann diese in derselben Woche wie Bochum, weil wir Montagabendspiel, deswegen in derselben Woche ist ja erstmal nichts. Da kommt ein anderes Video, bei mir mit meiner Schwester am Wochenende vermutlich. Und dann bin ich wieder dabei. Auswärts in Regensburg habe ich mir 2 Tickets sichern können. Kumpel und ich fahren dahin. Das wird dann der nächste Stadion-Vlog werden und danach haben wir wieder Heimspiel. Dann wird es wieder ganz normal laufen. Da habe ich jetzt nichts im Kopf, wo ich irgendwie nicht da bin oder so. Oder keine Auswärtsspiele, wo ich dann doch mal wieder dabei bin. Genau, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Glück gehabt mit dem Sieg heute. Unfassbar wichtig. Und bis zum nächsten Mal. And it goes.